was in dieser Folge geschehen wird. Und damit ein wundervolles und herzliches Willkommen. Hier, heute geht's los. Wir können heute Weltmeister werden. Und das in der 50% Edition. Das ist natürlich perfekt hier in Mexiko. Lasst gerne kostenlos Sauerdant und Däumchen rum, falls ihr noch auf den Kanal seid. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns da supporten würdet. Und ja, es geht direkt rein in unser Wochenende. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Link ist auch unten in der Beschreibung. Und wir werden natürlich auch später noch streamen. Also seid da auch gern dabei. Um 16 Uhr geht's los. Hier haben wir den Hernando Rodriguez Circuit. 4,3 Kilometer, 17 Kurven und ein megamäßiges Line-Up für unsere WM-Feier, die es hoffentlich geben wird. Wir müssen Zweiter werden und ja, Verstappen darf sogar siegen. Und das schaut auch ziemlich gut aus. Hier, zweiter Versuch. Wir sind P1 nach dem Versuch und ich hoffe, wir können das auch bleiben, weil das ist wichtig. Wir müssen hier ein Statement setzen. Mindestens P2, Polen wäre noch besser, aber P2 würde reichen, P3 auch. Also wir müssen halt einfach Zweiter im Rennen werden und das ist unabhängig, wer Erster wird. Schnellste Rennrunde wäre ein Goodie, brauchen wir auch nicht. Wir müssen die 25 Zähler holen, dann werden wir, die 18 Zähler, dann sind wir Weltmeister. Leute, drückt uns gerne die Daumen und wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, schaltet auch gerne da oben rechts ein und auch unten in der Bio. Falls ihr bereit seid und auch den Livestream nachher sehen wollt, unser erster Livestream mit Facecam, wir werden ein bisschen splitten, wir werden Rainbow spielen und auch Fortnite, also seid da auch gerne dabei. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns dahingehend auch supporten würdet. Und würde mich wirklich freuen. Und natürlich kommt auch noch, wie gewohnt, MotoGP auch noch, also, oder ist schon gekommen, ich weiß nicht genau, wie die Videos heute kommen. Also vor allem kommt eins sicher vor 16 Uhr, beides vielleicht sogar, also, ja. Rot im zweiten Sektor ist nicht so gut und ja, wir haben auch so ein bisschen die Dirty Air von dem vor uns Fahrenden. Das ist auch nicht schön, aber man kann sich da ändern, ich muss jetzt einfach mal durchziehen, Baba. Und Verstappen mit der schnellsten Rennrunde haut uns auf P2. Wir haben uns zwar nochmal grün verbessert, aber das hat bei Gott nicht gereicht. Verstappen mit der Pole Position verdient. Und wie das Ganze so hinter uns aussieht, waren doch ein paar Sekunden. Pierre Gasly und Vettel dann vor uns, waren doch ein, zwei Zehntel. Dahinter Butler 5 und Perez. Hülkenberg und Kubica 7 und 8, die beiden Ferraris. Und dann Kimi und Russell, die beiden Alpha, dann Bottas, dann Kwiat, dann Sainz, Norris, Weber, wieder mit einer Strafe, Grosjean, Magnussen, Leclerc, ganz, ganz schlecht, Hamilton auf 19, nur ohne Strafe und ganz hinten, ja, Magnussen, das ist halt so ein bisschen die Side-Aufstellung und man sieht, es geht schon in Richtung, in Richtung Red Bull die nächste Season und auch so ein bisschen in Richtung Toro Rosso und ja, die streben so ein bisschen auf, wir natürlich auch mit unserem Team, aber das wird halt alles sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die Season können wir positiv wieder abschließen. Wir haben bis jetzt jedes Mal den WM-Titel geholt und wir werden auch hoffentlich heute den holen. Ähnlich wie Hamilton letztes Jahr in Mexiko. Nein, ich glaube, der hat den in den USA geholt, oder? Nein, Blödsinn. Also ähnlich wie Hamilton vor 2 Jahren werden wir ihn hoffentlich auch hier holen können. Und der Start wird miserabel werden, das ist mir auch klar. Aber wie viele Plätze wir verlieren, das ja, wird sich jetzt erst zeigen. Und das ist traurig. Sogar unser Teamkollege hat uns überholt. Ich musste den Cut setzen, weil die erste Kurve chaotisch war. Es ist miserabel, muss man sagen. Von P2 dann irgendwie so auf P8 hingehamstert. Ja, jetzt noch auf P4 gerettet, muss ich sagen. Aber das war alles andere als weltmeisterlich, der Start. Aber man muss natürlich auch zugeben, ich bin mit dem ganzen Startprozedere nicht so vertraut. Ich habe es noch nie verstanden, wie das Ganze so funktioniert, dass wir einfach einen perfekten Start haben. Mit dem Ferrari in der Mega-Season, also in den Nordic Grand Prix, haben wir es ziemlich ladylike hinbekommen, die ersten zweimal. Da habe ich es richtig gut geschafft. Aber das liegt natürlich dann auch am Motor und an der Schwierigkeit, weil wenn ich nur 95 fahre, dann ist klar, dass die KI ein bisschen schlechter startet oder vielleicht auch mal einen Fehler macht beim Start. Das hat es hier leider noch nie gegeben, dass die KI so ein bisschen einen Fehler macht beim Start. Ich fast jedes Mal und die KI halt dann nie. So, zack, hier aggressiv gegen Butler, es geht um den WM-Titel. Eine leichte Berührung, aber das ist eigentlich dann auch schon alle. Mexiko ist halt auch eine Strecke, die ich nicht so drin habe. Ich kenne Mexiko zwar, ich mag die Strecke, aber es ist halt, ich meine, Bahrain, Australien, die fährt man halt einfach öfters wie Bahrain. Wie Mexiko hier so. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsstrecke so ist, aber ich muss mal sagen, es ist bei Gott nicht Mexiko. So, eine gelbe Flagge jetzt schon in der zweiten Runde. Wir sind hier im Heck von Pierre Gasly dran, bitte. Gebt euch das mal. Pierre Gasly im letzten Rennen letzter geworden. Die gelbe Flagge war nicht mir, by the way. Die hat es vorher schon gegeben. Aber ich dachte so, ja, bitte Verstappen. Aber ja, denkst du, das war es nicht. Das war nämlich, ich glaube, Hamilton war das. Das ist nicht gut für ihn, gut für uns. Ich meine, der
ist sowieso in diesem Jahr so auf einen Tiefflug. Also in letzter Season auch und VSC gibt es auch noch. Safety Car hätte ich mir mal wieder gewünscht. Aber das Safety Car gibt es ja auch wieder so rar, dass das ist halt echt traurig, dass das Safety Car nicht öfters kommt. Mein Start miserabel, mein Teamkollege hat mich hier gleich beim Start ausgepaced. Ich wollte hier rein, noch ein bisschen Windschatten hamstern. Und dass Verstappen das so perfekt geschafft hat mit dem Windschatten, das wundert mich halt auch eben, weil wir uns das so schwer getan haben, überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Ich bin hier weiter rausgekommen, habe das Glück gehabt, dass ich da die Lücke gefunden habe. Ja, das war, oh mein Gott, ja, da hat es uns leicht weggedreht, aber sonst war es eigentlich perfekt. So, hier haben wir nochmal den Start von Vettel, der ist auch richtig gut weggekommen. Also der fährt da zwar vor uns, aber das war problemlos, was der da hingehauen hat. Der hat es da richtig, richtig gut hinbekommen. Und die haben mit ersten Rummen durch. Hier auch gegen Devin Butler aus dem Windschatten raus. Und ja, dann, ja, wir waren vorbei und dann lenkt er ein. Das ist halt immer so diese Assi-Taktik. Und ja, da kann man nichts machen. Zack, auch hier gegen Gasly wollte ich innen, ist nicht gegangen. Dann bin ich wieder außen die längere Bahn gefahren. Und dann, ja, gab es halt eine leichte Berührung. Aber wie gesagt, wirklich. Leute, seid morgen um 16 Uhr dabei, würde mich wirklich freuen. Ich bin schon leicht aufgeregt, mein Bruder auch, also wir sind da morgen. Zuerst begrüßen wir euch miteinander und dann geht's los. Falls das gut ankommt, hier haben wir dann den Ausfall, Perez ist ausgeschieden, im Renault noch, also erst wieder, keine Ahnung. Ja, Perez ist ausgeschieden und wir kommen hier gut durch. So Leute, und jetzt geht's direkt weiter, ich bin megamäßig gespannt. Ob wir das halten können, weil das ist eigentlich unsere Startposition. Wir sind in den 9. von 36 Runden und die meisten werden wahrscheinlich auf einen Stop gehen. Ich muss aufs Maximum gehen. Ich sollte auch einen Stop gehen, aber das ist halt das Problem. Verstappen zieht jetzt schon weg und ich muss ein bisschen, ja, da vorne fährt er, aber ich muss ein bisschen so einen Konter setzen. Im ersten Sektor bin ich extrem schnell, aber im zweiten verliere ich richtig viel. Und im dritten ist dann ehrlich gesagt gleich. Aber was ich im ersten gut mache, ist im dritten wieder verloren. Also ja, das ist halt so ein bisschen das leidliche Thema. Wir waren ein bisschen früher, fahren wir in die Box rein. Wir werden als Letzter rauskommen. Vielleicht können wir da ein bisschen Verstappen ärgern. Vielleicht war das sogar schon ein bisschen zu spät. 7,1 Sekunden ist das, ist die Gap zum Hamilton, zum Verstappen. Aber das ist wahrscheinlich schon, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon zu spät ist. Los, weiter geht's hier, 13. Runde und wir sind endlich, haben endlich da hinten an wem aufgeschlossen, weil ein paar waren schon in der Box und hier, zack, wunderbar für Grosjean innen und wir sind auch die Ersten hier natürlich mit den Mediums, wir sind hier, jo, und jetzt geht's gleich am nächsten dran, wir sind auf P16 und wollen natürlich wieder nach vorne, ich muss ein bisschen so einen Druck aufbauen an Verstappen, weil vielleicht können wir hier sogar gewinnen bei diesem so wichtigen Grand Prix, ich glaube in Mexiko sind wir einmal bis jetzt Weltmeister geworden. Wir sind einmal in den USA letztes Jahr Weltmeister geworden. Nein, Blödsinn. Wir sind da nicht Weltmeister geworden. Das ist... schaut gerne auf Twitter vorbei. Aber das war nicht wir, sondern das war... Hamilton. Wir sind in Abu Dhabi das erste Mal Weltmeister geworden. Das zweite Mal sind wir dann... Einmal sind wir mit Ferrari in Singapur Weltmeister geworden. Letztes Jahr sind wir dann in... wo war das? In... Ich glaube hier, oder? Ich glaube auch hier sind wir Weltmeister geworden. Und heute können wir auch wieder hier Weltmeister werden. Und das wird wichtig. Zack, hier Leclerc. Und jetzt geht's eigentlich im Speedrun, weil... Ja, schau mal, wie weit Verstappen da unten links. Dieser blaue Punkt, was ganz allein auf der Langgeraden fährt. Das ist Verstappen. Und der ist wirklich richtig weit weg. Es gibt halt eh nur zwei Szenarien, dass seine Reifen jetzt endlich mal zusammenbrechen. Weil, Alter, der fährt jetzt schon 4 Runden länger wie wir mit diesen Reifen. Und das ist halt echt, ja, gut für ihn. Aber extrem, ja, schlecht für uns. Weil umso länger der fährt, umso wahrscheinlicher wird, dass der ein Stop fährt. Und wir müssen auf jeden Fall zwei Stop fahren, weil mit den gelben 20 Runden noch fahren, das wird unmöglich werden. Und das bedeutet, wir müssen hier auf alles geben. Zack, hier auch gleich an Bottas und Hamilton vorbei. Zack, nächstes Überholmanöver. Es geht hier auch. Wir sind jetzt wieder in den Punkten natürlich. Und jetzt ist auch Hamilton, jetzt ist Verstappen und unser Teamkollege in der Box. Unser Teamkollegen bekommen wir locker und leicht. Auch hier die anderen, aber Verstappen fährt schon aus der Box wieder raus. Und wir sind da immer noch ganz, ganz weit hinten. Das heißt, der hat so einen fetten Vorsprung rausgefahren. Das ist halt so unbelievable, wirklich. Also der hat einen Vorsprung rausgefahren, der, keine Ahnung, der war 7 Sekunden, wie wir reingekommen sind in die Box. Und der ist jetzt locker bei 11, 12 Sekunden. Und ja, gesagt, getan, sind wir nun endlich eine Runde später an Russell dran. Zack. Das war sehr aggressiv, aber da war auch schon ein bisschen die Wut im Bauch. Ja, den bekommen wir sowieso noch. Aber schau mal, wie weit Verstappen vorne ist. Das ist
möglich, den noch zu holen. Gelbe Flagge da unten noch, aber ich glaube, da war nur eine Berührung. Da fällt keiner aus oder so. Hier wunderbar durch die SS und zack, am Ende des Sektors sind wir endlich dran. 0,1 Sekunden, aber Verstappen, keine Spur mehr. Das ist echt scheiße. Aber ja, da kann ich nichts machen. Lila im ersten Sektor, grün im zweiten und wahrscheinlich rot im dritten oder auch nur grün im dritten. Weil Lila werden wir wahrscheinlich nicht bekommen mit diesen Reifen mehr. Verstappen einfach unschlagbar. Zack, die erste Überrundung. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass einer hier uns über, also dass wir einen hier überrundet haben. Ja, Magnussen sträubt sich aber auch. Ich meine, Alter, du hast Blue Flex. Ich mach gleich den Vettel. Blue Flex. Und ich meine, der, das war echt krank, dass der uns da, der hat uns wirklich diesen ganzen Essis hinterher fahren lassen. Es ist, da geht's halt auch noch um was hier. Und dass er dann halt einfach so schamlos nicht mal nach hinten schaut, ist halt echt assi. So. 26. Runde, 10 Runden vor Schluss und es geht nochmal in die Box. Für Verstappen ist das Rennen eigentlich so gut wie gewonnen. Unseren Teamkollegen werden wir wahrscheinlich hinten behalten. Der ist 21 Sekunden hinten. Keine Ahnung, wie lange ein Boxenstopp hier dauert, aber auch um die 20 wird schon dauern. Auch 22 sogar. Aber da haben wir noch im letzten Sektor was gut gemacht. Schaut mal unten links und auch jetzt hinter uns. Da ist nicht viel Platz, aber wir sind vorhin rausgekommen. Wir können zwar noch auf die schnellste Rennrunde hinschwitzen, aber das war's dann auch schon. Wir werden da jetzt nicht mehr die größten Sprünge machen, denke ich mal. Ich meine, Verstappen ist halt einfach ein Gott, was das Reifenmanagement betrifft. Ich meine, der ist 16 Runden mit den roten Sets, mit dem roten Satz gefahren. Und jetzt dann fährt er einfach mal nochmal 20 Runden oder noch mehr mit den gelben. Also der ist richtig gut. Und jetzt endlich haben wir es geschafft. Nach es waren glaube ich sogar 3 Runden, habe ich nochmal die schnellste Rennrunde endlich rausgehauen. Es ist wichtig, weil ein Punkt ist ein Punkt und ich glaube, wenn wir so ins Ziel kommen, ohne irgendwelche Fehler noch, können wir Weltmeister werden heute, Leute. Drückt uns noch fest die Daumen und lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, schon 10 Mal wiederholt, aber schaut gerne auch beim ersten Stream vorbei. Wenn du halt halbwegs gut läuft, so, wir rechnen jetzt nicht mit übertrieben viel Zuschauern, aber teilt gerne den Beitrag oder teilt auch gerne einfach den Livestream, dass noch mehr vorbeischauen. Also würde uns wirklich freuen, wenn da was Gutes zustande kommt und wir nicht komplett versagen oder verkacken bei dem Stream, dann könnt ihr auch gerne einfach mal ja den Stream anschauen und dann werden wir auch vielleicht ein Stream-Highlight, die Stream-Highlights in einem Video zusammenfassen. Das wäre auch cool irgendwie. Aber jetzt geht's hier mal letzte Kurve raus und ja, 7 Runden vor Schluss heißt es wirklich, wir werden Weltmeister und das kann auch ein Verstappen nicht mehr verhindern. Wir sind in der 31., 32. Runde, 18 Sekunden sind es nur noch auf Verstappen, aber ja, das wird einfach nichts mehr. Gelb vor uns und dann denken sie schon, ja bitte, bitte, endlich was. Aber es ist ein Mercedes, das war ein Silberner, ich glaube es war Hamilton und der ist leider ausgeschieden, der zweite Ausfall heute. Ja, ist schade, aber das bringt uns leider, ich meine, so schlimm sich auch leider nichts. Also wir werden da heute auch nicht mal an Verstappen drankommen. Das hat er gut gemacht. 17,8. Er hat da noch zum Schluss jetzt, ich glaube, 10 Sekunden hat er entstecken müssen. Aber das war's auch schon. Also kein Problem. Das juckt ihn nicht mehr. Uns juckt es auch nicht mehr. Wir holen den Weltmeistertitel heute. Hoffentlich. 4 Runden noch heißt zittern und vor allem keinen Fehler machen. Nicht mehr übertrieben fahren, weil Verstappen uneinholbar ist. Vettel sowieso, der holt uns nicht mehr ein. Und schauen wir uns auch mal die Replay an, ein paar Überholmanöver. So ein bisschen das Schönste habe ich uns rausgepickt hier. Wunderbar gegen Lukas Weber aus dem Windschatten raus. Und dann hat er irgendwann aufgegeben. Ja. So, und hier gegen den Gelben. Ich glaube, das ist Norris, weil ja Perez schon ausgeschieden ist. Hier im Windschatten gegen Bottas auf der Langgerade. Auch ein Pace-Duell und dann natürlich auch ein Reifenvorteil-Duell. Und dann auch noch hier rein gegen Hamilton. Nein, das war noch nicht gegen Hamilton. Okay, zack, und hier dann gegen Hamilton, der sich auch hier nicht stark gewehrt hat. Aber mein Auto war dann schon ein bisschen kaputt. So, und dann haben wir gegen George Russell, der hier... Ja, das war schon sehr, sehr riskant. Aber da wusste ich, dass wir den nicht mehr holen, dass wir Verstappen nicht mehr holen können. Und dann hier gegen Nico Hülkenberg im Ferrari. Auch wunderbar von außen. Der wollte dann so ein bisschen abdrängen, aber das nicht mit uns. Wir kennen das Maß, mit dem hier gespielt wird. Und da haben wir den Ausfall von Lewis Hamilton, der hier einfach auf der Geraden keine Power mehr hat. Er lostet die Power
Und das ist ja schlecht für ihn. Aber im Weltmeisterschaftskampf hat er sowieso nichts mehr zu suchen. Also der hat da schon lang keine Finger mehr dabei und schon lang nichts mehr drin, keine Hand in der Tür. Da hätten wir die letzten drei Rennen ausfallen müssen. So, wir sind in der 33. Runde und 17,4 Sekunden trennen uns vom Verstappen, aber uns trennen nur noch drei Runden von dem Weltmeistertitel. Schaut gerne auf Instagram vorbei, Link ist unten in der Beschreibung und würde uns wirklich freuen, wenn ihr uns da supporten würdet. Ja, da gibt es auch immer so ein paar, da erfährt man natürlich auch, dass ein Livestream ist, wenn man nicht unbedingt benachrichtigt geworden ist. Ich glaube, seit Freitag ist die Schalte drin, dass unser erster Stream da ist und Benzinprobleme, aber wir sind in der vorletzten Runde und unsere Reifen schaffen das locker. Vettel, ja, der holt uns nicht mehr an, das ist in der letzten Kurve, aber wir holen auch keinen Verstappen mehr an. Letzte Kurve durch und dann geht's in die letzte Runde, bevor wir viermaliger Weltmeister werden heute. Der 4x in a row Weltmeistertitel ist uns in einer Runde sicher. 16,5 Sekunden nur noch zu Verstappen und noch 16,5 zu Vettel. Letzte Kurve, er ist schon im Ziel. Verstappen ist im Ziel. Hier haben wir das echt extrem geile Footballstadion. Hier alles schon mit diesen Konfetti-Zeugs und da kommt ja auch noch der DJ. Also wir dürfen heute am meisten abfeiern. Obwohl wir nur Zweiter werden, werden wir das vierte Mal Weltmeister. Topstor Grey, you are the World Champion viermal. Also Leute, lasst wirklich gerne mal für diese Leistung ein Däumchen rum da. Und falls ihr wirklich wissen wollt, wie wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, schaltet euch gerne die Playlist an. Ich habe euch natürlich auch oben nur die mit Williams und Racing Point verlinkt. Ja, es ist ein Wahnsinn, ein richtig gutes Gefühl. Wir haben es wieder mal geschafft. Mit zwei unterlegenen Autos. Wir haben mit Williams angefangen, die uns dann, ja, da wo Lukas Weber schon richtig, richtig gut war. Aber wir haben hier einfach mit Racing Point, ja, da bin ich schon an einigen Strecken an meine Grenzen gekommen. Aber trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind Weltmeister und das vier Rennen vor Schluss. Das heißt, die nächsten Rennen gibt es doch noch und natürlich auch noch die nächste Season. Er hat den Ferrari-Helm oben, Charles Leclerc, bei McLaren, man kennt ihn. Aber das ist mir egal. Wir haben es geschafft, Leute. Es ist mega mäßig. Und ja, wir können uns freuen. Extrem cool. Wir haben es geschafft. Das ist unser Moment. Jeff, du kannst dich auch freuen. Gute Arbeit. Richtig gut. Wir hatten auch fast keine kaputten Upgrades oder so. Das war einfach eine Klassenleistung. Und ja, den Helm sollte ich mal ändern. Ich wollte auch alle vier Farben reingeben. Oder alle Farben. Ja, alle Hauptteams, wo wir eigentlich waren. Ferrari rot ein bisschen, Pink jetzt natürlich ein bisschen, Orange und wir werden natürlich auch dieses Dunkelrot einbauen. Also so ein bisschen einen Creative Vielfach-Helm. 89 Punkte waren es jetzt eigentlich nur noch, aber wir hätten ja nur 75 gebraucht für die anderen Rennen. Das heißt, uns hätte eigentlich 5 Punkte gereicht. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr die Season bis jetzt so fandet und ja, was euer Lieblingsrennen bis jetzt war. Wir hören uns mal an, was Gerd zu sagen hat und wir sprechen uns danach wieder. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Es gab eine gewisse Rivalität zwischen ihnen, aber er scheint sich durchgesetzt zu haben. Klasse, das war dann alles. Jo, vielen Dank, Claire. Wir haben die Rivalität leider gegen Verstappen verloren, weil er, das war mir auch irgendwie klar, wer das Rennen gewinnt, gewinnt auch die Rivalität. Und wir werden jetzt leider in noch eine Saison mit Max Verstappen gehen. Das, ja, ist halt nicht schön. In noch eine Rivalität und die werden wir wahrscheinlich dann auch in die nächste Season mitziehen. Das ist scheiße. Aber ist egal, wir sind Weltmeister geworden und wer weiß, mit welchem Team wir nächstes Jahr fahren. Vielleicht können wir dann noch mehr reißen und noch mehr schaffen. Und ja, Rivalität steht leider 1-0 für unseren, ja, für Verstappen. Und ja, in der Rivalität gegen unseren Teamkollegen sind wir Gott sei Dank noch immer noch richtig weit voran, obwohl er heute auch das Podium geschafft hat. Das ist gut für ihn, super für das Team natürlich, für die Konstrukteurs-WM. Da schaut es auch sehr, sehr gut aus. Tauschtechnisch müssen wir nichts mehr tauschen.
Und ja, das ist einfach mega. Wir sind doch hier 44 Punkte sind wir vorne. Und hier haben wir so ein bisschen den Saisonüberblick von der ersten, von dieser Season. Der erste Platz, das erste Mal, dass wir das Rennen gewonnen haben, war in Aserbaidschan. Dann kam Monaco, Kanada, Frankreich, Österreich, Ungarn, Belgien, Italien, Russland. Die konnten wir alle für uns entscheiden. Und auch nur der schlechteste Platz war immer ein, ja, Singapur P5. Das hat mir auch richtig wehgetan, weil die Strecke war echt nicht gut. Also da hatten wir keine Pace. Also noch schlimmer war nur noch das Formel 2 Rennen letztes Mal, was am Freitag kam. Das war auch sehr, sehr schlimm. Aber ich meine, der dritte Platz in Australien, dann dritter Platz Spanien und auch viele zweite Plätze. Hier haben wir auch so ein bisschen den Saisonüberblick der dritten Saison. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen rum. Da haben wir auch die ersten drei Rennen komplett gewonnen. Und auch da sind wir mit Alpha 5., 5., 16., 5., 5., 5. Und da natürlich die erste Season mit, natürlich die Saison mit Ferrari war natürlich die beste. Aber Leute, das soll es nicht gewesen sein. Schaut wirklich später gerne noch vorbei beim Livestream. Für heute war es das aber mal mit Formel 1. Lasst gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Links sind unten in der Beschreibung. Vielen Dank und ich freue mich später dann am Stream, wenn wir uns hören sehen. Bis dann.